Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 10. März und ich bin hier nur noch auf der Finca heute. Und das zeige ich auch so die letzten Tage. Ich bin hier auch wieder viel im Gemüsegarten unterwegs, obwohl ich ja noch gar nichts machen darf. Ich kann hier nur ein bisschen aufräumen. Ich muss mich sehr zusammennehmen. Es wird doch täglich mehr, was ich hier so mache. Ja, das Stadtwasser hier in Las Manchas läuft wieder, für diejenigen, die Stadtwasser haben. Wir haben ja keins. Wir bekommen aber jetzt immer öfters auch etwas Wasser in unseren Gießwassertank rein. Das ist sehr gut. Und das Problem ist aber dann, letztes Mal hatten wir nur dort reinbekommen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann hatten wir nichts mehr in unserem Trinkwassertank. Dann hatte ich aber noch die 200 Liter, die ich eigentlich zum Gießen nehmen wollte. Dann mussten wir die halt wieder da reinfüllen. Also ist immer was anderes. Ja, vielleicht kann ich mich bald trauen, so nach und nach doch ein bisschen mehr hier anzupflanzen. Allerdings ist hier natürlich noch alles voll Asche. Und ich sehe hier gerade meinen Kater, den ich hier reinmachen will an meine Tomate. Was warst du denn da eben am Buddeln? Bruno, machst du schon? Der macht schon gerade. Ja, das ist halt, wenn man Katzen hat. Ich hoffe, das düngt ein bisschen. Und hier ist ja ein Paradies für Katzen zum Graben. Ja. Ja, wo ich bin, bist du auch. Das ist der treueste von allen. Die Paula ist wohl auch ein Männchen. Und wir haben jetzt noch ein Geschwisterchen dabei, das ist offensichtlich ein Weibchen. Hier sitzt mittlerweile die Tomate. Bicho, die eigene Tomate. Da hängen auch schon welche dran. Man muss sie nur finden. Immer wenn ich nach ihnen suche, finde ich sie nicht mehr. Hier irgendwo, ach ja, da eine größere. Ja, und ich zeige mal, was man machen kann, um mehr Tomaten an seinen Pflanzen zu haben. Denn Bienchen sind da gar nicht nötig. Die bestäuben sich durch den Wind. Und ich sage immer, ich lasse sie dann ab und zu mal einfach mehr aufeinander rieseln, beweg sie ein bisschen, bring sie hier zusammen, teilweise mal die Blüten. Und hier sehe ich schon, das wird eine große Breite werden, denn hier gibt es die rundlichen Gerippten dran. Das wird so eine werden. Und die großen Breiten, das ist so eine Blüte. Da sieht man schon, dass sie unterschiedlich aussehen, die Blüten. Das hier gibt so eine rundliche, das sieht man ja hier schon. Ich habe noch ein paar andere gesehen. Jetzt habe ich hier noch mal, weil ich hier noch mal Karotten aussehen will und die haben alle gar keinen Karottengrün mehr. Die lasse ich noch drin. Grabe ich hier mal ein bisschen rum und finde doch noch mal so, das sind so Babykarotten. Die kann man noch mal nehmen. Damals habe ich noch Sand dazu gemacht hier, weil Karotten mögen ja gerne sandigen Böden, aber die haben wir jetzt hier zur Genüge, die sandigen Böden. Und will jetzt hier noch mal Karotten aussehen. Aber kommen wir noch mal zum Wasser und damit auch zu unseren Ananas. Denn die bekommen jetzt natürlich auch erstmal Dünger, mehr als gewöhnlich zum Aufbau. Und man sieht, von innen treiben die meisten auch gut wieder aus. Und natürlich bekommen sie auch ausreichend Wasser, denn das brauchen Ananas auch, wenn sie zumindest gut tragen sollen mal. Und das wollen wir ja. Also ich finde, sie haben sich wirklich gut gemacht. Und die, die getragen haben, das ist so eine, da haben sich jetzt auch wunderbare Kindel entwickelt. Das war vorher auch nicht. Die kommen jetzt so richtig gut raus, nachdem sie wieder etwas Dünger und Wasser bekommen. Hier habe ich eine wunderschöne gelbe Margarite geschenkt bekommen. Danke Marion und ihrer Schwester, die mir das vorbeigebracht haben. Ja, hier habe ich schon wieder viel zu viel angezogen. Hier habe ich Wurzeln ziehen lassen, eine Kletterpflanze. Und hier
konnte man einfach nicht vorbeigehen an einer roten Kiwi. Eine rote Kiwi ist ja schon was ganz Besonderes. Also langsam häufelt es sich an. Das sind die zwei Paprika, die ich in Tassakorte gezogen habe. Und das sind die ganzen Romanas und roten und grünen Kopfsalate, die ich jetzt erstmal in den Samurus ja, halten werde. Das ist unser großes Wasserbecken. Da haben wir jetzt 3000 Liter Wasser reinbekommen, anstatt 500 da oben, wo der Trinkwasserbehälter ist, haben die uns alles in den Gießwasserbehälter gegossen, sodass wir wieder mal nichts für den Haushalt hatten, dafür was zum Gießen. Und dann konnten wir die 200 Liter, die wir zum Gießen haben wollten, dann wieder mal in unseren Trinkwasserbehälter füllen und haben dann am nächsten Tag dann auch tatsächlich nochmal 500 Liter geliefert bekommen. Also das läuft schon ganz gut. Nur das Gießen ist sehr mühsam. Ich mache jetzt auch immer, nutze die Gelegenheit des Gießens, mache immer etwas Dünger rein. Aber aus diese 3000 Liter bedecken noch nicht immer den Boden des Beckens. Unsere Pumpe wird damit erst gar nicht angeschmissen. Die ist außerdem auch total verstopft, die Leitung dahin. Ich muss das alles mühsam da unten ablassen, das Wasser. Das ist sehr niedrig, sodass nur so ein kleiner Samuro drunter passt. Ja, das muss ich auch immer mit so einem Schraubenschlüssel auf- und zumachen. Also ist alles sehr zeitaufwendig, wie vieles jetzt im Moment. Es dauert einfach wesentlich länger, aber es sind ja auch nicht so viele Pflanzen, die ich bewässern muss. Wir haben ja normalerweise auch eine Bewässerungsanlage, die aber auch nur dann geht, wenn mehr Wasser im Wasserbecken ist, sodass die Pumpe auch tatsächlich Wasser ziehen kann und dann auch mal richtig durchgespült wird. Ja, das gieße ich jetzt so alles nach und nach rein, was da überläuft. Ich habe das extra unter den großen Mangobaum gestellt. Da freut sich der Mangobaum und dann schleppe ich die Kannen. Ich fange immer unten an und arbeite mich nach oben. Dann wird es immer leichter, die Schlepperei.